Let's start again. Moin, jetzt Bärster und Bärsterinnen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Ark. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine lieben Freunde. Ja, in der letzten Folge haben wir ja damit begonnen, unser Lager aufzubauen hier in Ragnarok. Und da sind wir ja dabei, unsere komplette Basis auch zu bauen. Und wir werden jetzt heute an dem ganzen Kram auch weitermachen. Und zwar werde ich jetzt versuchen, heute schon die ersten Wände reinzubringen, damit das Ganze dann auch mal langsam schicker wird und ein bisschen sicherer und schöner. Und wir werden gucken, dass wir nach und nach jetzt schon mal so das erste Narkotik herstellen, um unseren ersten Dino zu tamen, ja. Also wir werden da gucken, dass wir da auf jeden Fall auch mal so ein bisschen vorankommen und Gas geben. Da müssen wir jetzt nur gucken, dass wir den ganzen Kram hier auch gesammelt bekommen, den wir dafür brauchen. Und ich muss jetzt mal gerade ganz kurz gucken, weil ich fange wahrscheinlich schon direkt mit Holzwänden an, je nachdem, wenn das Ganze Sinn macht. Müssen wir einfach mal schauen. Hier haben wir sie. Wir brauchen dafür auf jeden Fall jede Menge Holz, dann Fasern und Stroh. Ja, wäre dann doch, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn wir dann vielleicht nicht sagen, wir gehen direkt erstmal nur auf Stroh, weil da brauchen wir deutlich, deutlich weniger Ressourcen und können dann erstmal viel, viel mehr bauen, ja, und haben das dann auch viel angenehmer. Dann baue ich mir das Haus oder mein Lager erstmal quasi oder meine Basis schön mit Stroh vor, mit Zetsch-Sachen und dann werden wir nachher gucken, dass wir das dann alles umändern auf Holz oder sogar Stein direkt, ja, das macht dann auch mehr Sinn, wenn wir so schnell Level steigen hier, ne, wir kommen ja sehr schnell voran. Dann sammeln wir jetzt erstmal Thatch und Holz ohne Ende, damit wir da auf jeden Fall mehr als genug haben und dann gleich schön viele Wände craften können. Dann wollte ich gucken, dass ich heute so einen Mörter oder Mörser baue, wie auch immer, diesen Stein, womit man Narkotik herstellt. Den brauchen wir nämlich auch auf jeden Fall und ich bin jetzt wieder ein Level up, sehr schön. Können wir erstmal gucken, dass wir direkt wieder Punkte verteilen. Ja, wir waren jetzt zuletzt hier angekommen. Dann werden wir jetzt als nächstes erstmal unsere Ausdauer 10 mal erhöhen. Das macht nämlich auf jeden Fall jede Menge Sinn. Und wir sollten jetzt auf jeden Fall gleich genügend Thatch haben, damit wir dann sehr viele Wände bauen können. Ich baue jetzt noch die zwei Palmen hier mit der Pike ab und danach... Ja, okay. Oder wir machen es dann doch mit der Axt eben kurz hier, die eine zumindest. Dann haben wir nämlich jetzt mehr als genug von dem ganzen Stissel. Und dann können wir nämlich den Rest jetzt gleich für einen Fiber sammeln. Da brauchen wir auch jede Menge. Und dann sollte ich auf jeden Fall genügend Wände erstmal hergestellt bekommen, ohne Probleme. Also das sollte dann echt kein Thema mehr sein, dass wir da auf jeden Fall nicht in Bedrängnis geraten, dass zu wenig Ressourcen oder sonst was da sind. So, erstmal hier weiter schön abbauen, genau. Hier auch schön weiter abbauen. Haben wir das nämlich auch erledigt. Ja, sehr gut. Und dann gucken wir, dass wir uns um den Rest gleich kümmern, direkt. So. Den Kram hier noch schön nehmen. Haben wir das nämlich auch. Ah. Mal gucken. So, zack, sehr schön. Dann packen wir das alles hier weg. So, und dann sammeln wir den ganzen Krempel hier erstmal schön ein. Dann haben wir das nämlich auch. So. Sehr gut. Dann können wir nämlich gucken, dass wir dann weitermachen hier. Werden wir gleich die Wände craften, dann bauen wir erstmal da Wände und Türen und sowas ein. Und dann werden wir mit dem Rest anfangen. Ja, so Holz und sowas macht doch, glaube ich, erst mehr Sinn, wenn ich einen Trike oder so am Start habe oder sogar noch einen Biber oder so später. Müssen wir mal gucken, was wir für Dinos ziehen. Das weiß ich ja noch nicht, ne, was wir hier so in der Umgebung finden. Das war einer der Gründe, warum ich diese Karte nicht so ganz so gut fand, also die Ragnarok-Map, weil ich die Verteilung, ich weiß nicht, ich fand so ein bisschen, es war schwierig herauszufinden, wo man welche Dinos herbekommt. Und das war noch sehr unausgeglichen, kam es mir vor. Deswegen, ich bin mal gespannt, wenn die Karte komplett fertig ist, wie es dann ist. Aber Fiber kriegen wir hier auch mehr als genug gerade raus. Da müssen wir uns auf jeden Fall keine Sorgen machen. Das klappt schon mal wunderbar. Kriegen wir auf jeden Fall gerade super, super hin. Da können wir dann gleich eine Menge Wände von machen. Und zwischendurch auch nochmal kacken hier, das ist wichtig. So. Das nehme ich auch. Zack, wir machen noch die zwei Gebüsche hier oder die drei oder vier, fünf, viele das auch immer gerade sind. Wir sprießen ja immer mehr Gebüsche aus dem Boden. Ja, und dann können wir mal gucken, dass wir die ersten Wände gleich direkt craften. Narco-Berries haben wir jetzt auch ordentlich, da werde ich dann gleich direkt versuchen, ein bisschen Stein zu besorgen. Damit wir damit auch dann direkt arbeiten können. So, das haben wir schon mal. Ja, jetzt machen wir hier noch ein bisschen weiter. Sehr gut. Wir können sogar kleine Erhöhungen, glaube ich, einbauen bei uns im Haus. Das passt sogar, glaube ich, sehr gut. Müssen wir gleich mal schauen. Das müsste aber eigentlich möglich sein. Da müssen wir nur so Fence, also so Zäune bauen. Die habe ich aber, glaube ich, schon gelernt. Da müssen wir nur mit Holz das machen.
Da würde ich dann nämlich kleine Erhöhungen einbauen, damit es einfach ein bisschen schicker aussieht in dem Haus und nicht so, ja, alles so eintönig, so gleichmäßig, ja. Versteht, glaube ich, schon, was ich meine. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier ordentlich Wände craften. Da haben wir ja sehr viele Ressourcen für, ja, das sollte kein Thema sein. So, dann machen wir das, das brauchen wir nochmal, dann brauchen wir das nochmal. Und dann machen wir hier nochmal so viele Wände wie möglich. So, jetzt craftet er uns hier 44 Wände. Ja, das sollte erstmal reichen. Da können wir auf jeden Fall jetzt eine Menge mit anfangen. So, und dann legen wir nämlich los. Hier kommt nämlich die Wand Nummer 1 hin. Hier Wand Nummer 2, 3, 4. So, die 5 kommt hier dran, weil hier kommt dann nämlich die Tür in die Mitte. Dadurch kommen wir dann nämlich rein in unser wunderschönes Haus. So. Dann kommt hier wieder eine Wand hin. Genau. Da will ich ja direkt den Stall dran bauen, quasi hier auf der Seite. Der wird hier direkt mit in das Haus so ein bisschen integriert werden später. Das wird schon richtig, richtig schick aussehen. So, wir müssen nur gucken, dass wir hier so schnell wie möglich alles dicht machen, auch oben rum. Weil von da oben können nämlich auch gut und gerne mal ein paar Dinos runterkommen. Da haben wir schon alles erlebt. Da kamen schon die dollsten Überraschungen, als wir hier im Livestream auf der Karte gespielt haben. Von daher bin ich da ein bisschen paranoid, was das angeht. Wir haben hier so einen Teil stehen, ne? Das ist das Problem. Ja, komm, ich tue das aufheben. So, dann können wir nämlich jetzt hier schön weiterbauen. Dann machen wir das auch direkt mal. So. Ja, da müssen wir nur gucken, dass wir nachher hier auf die Wände draufgebaut bekommen. Müssten wir aber auch hinbekommen. Ohne Probleme. Ja, das Problem ist, hier ist jetzt der Schrank im Weg, ne? Ich muss mal gucken, haben wir da Ressourcen drin? Ja, haben wir. So, dann müssen wir den mal eben aufheben, wenn es geht, ja? So, zack. Dann packe ich mal eben hier Holz rein. Da komme ich noch immer nicht rein, ne? So. Wir kriegen da immer noch nicht. Wenn ich das nicht zukriege, dann bekomme ich hier nicht dieses Haussymbol, glaube ich. Ja, jetzt müssen wir gucken. Jetzt müssen wir hier nochmal das Holz rausnehmen. Dann packen wir das nochmal hier in den Schrank daneben rein. Da haben wir übrigens auch noch Zetsch und alles. Ja, da können wir auf jeden Fall auch noch eine Menge, wenn wir wollen, rausnehmen. So, sehr schön. Jetzt haben wir die Wand hier. Sehr gut. So passt das nämlich. Genau so wollte ich es haben. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur gucken. Ja, das können wir, glaube ich, hier aufheben wieder. Zack. Weil hier bauen wir dann schön drumherum. Ja. Müssen nur kurz gucken. Ja, ich weiß nicht, sollen wir hier... Ja, komm, wir machen es einfach so, ist egal. Lassen das einfach so. So, zack. Dann nehmen wir das hier auch nochmal raus. Zack. Oh, Mist. So, zack, zack, zack. Sehr schön. Dann haben wir das alles schon mal geregelt, das ist gut. Da können wir nämlich jetzt hier schauen, dass wir die Wände hier schön hochziehen. Da habe ich so ein bisschen Stein mit drin. Ist nicht ganz so schlimm. Das lässt sich auf jeden Fall machen so, dass es einigermaßen schick aussieht. Hauptsache, wir haben hier drumherum erstmal alles schön safe und abgesichert. So, jetzt kann ich die Schränke wieder aufstellen ohne Probleme. Da muss ich mir dann nämlich jetzt auch keinen Kopf mehr machen. So, dann packen wir die hier erstmal unten rein. So, zack, zack, zack. Dann nehmen wir hier wieder das Holz raus. So, dann kommt das hier drüben wieder rein. Obwohl, wir können das ganze Holz eigentlich mal behalten. Dann machen wir davon nochmal Wände schön, wenn es geht. Können wir nochmal ordentlich welche craften. Wir haben ja hier hinten sogar noch eine Fiberbox. Da ist sogar auch noch ein bisschen was drin. Ja, Fiber ist das Problem. Da müssten wir wieder mehr sammeln. Ist aber kein Thema. Können wir auch machen, je nachdem. So, zack. So. Zack, zack, zack. Zack, sehr schön. Dann haben wir das auch geregelt. So, dann gehen wir hier wieder erstmal auf Ausdauer. Bin auch bald schon wieder ein Level up. Ja, heute ist mehr so ein bisschen Bauen die Folge, ne? Da muss man sagen, heute geht hier ordentlich die Post ab, was das Bauen betrifft. So. Da kommen aber auch nicht mehr so viele Wände. Da müssen wir gleich erstmal wieder ordentlich Fiber dann besorgen. Aber wir haben hier schon echt eine ziemlich, ziemlich große Bude. Also hier habe ich auf jeden Fall sehr viel Platz. Hier kann ich richtig, richtig viel machen mit dem Gebäude, was ich hier gerade habe. Ah, okay, ich kann nichts mehr craften. Und zwar das Geräusch, aber... Nee, das ist die Tür, ne? Das sind die Türdinger. Okay. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir jetzt die Türen gleich mal schön dran bauen. So, zack. Die kommen nämlich dann hier eine hin. Und da eine hin. Und dann setzen wir die Türen da auch erstmal ein. So, sehr schön.
Sehr geil. Gutes an den Türen, die öffnen sich von alleine. Das ist von der Structures Plus Mod, die Türen. Die hat schon echt einige Vorteile, um es mal so zu sagen. Ich möchte nicht schon wieder anfangen, von ihr zu schwärmen. Aber bei der Structures Plus Mod ist einiges bei, was richtig, richtig gut läuft und richtig, richtig hart viel besser macht als so arg von sich aus. Ja, muss man einfach mal sagen an der Stelle. Türen öffnen sich automatisch, Fackeln gehen nachts von alleine an. Die Sachen haben ein bisschen mehr Lagerplätze drin, was auf jeden Fall nicht schaden kann, weil ich finde, da haben die Entwickler doch ein bisschen zu knapp bemessen, was die Lagerplätze angeht. Also, da ist schon einiges gut bedacht mit. So, jetzt gucken wir erstmal auf jeden Fall, dass wir hier ordentlich Fasern sammeln. Damit wir da auch mehr als genug nachher haben. Das sollte auf jeden Fall klappen. Und mal dann einiges hier am Stissel schon mal. Was funktioniert. Dann können wir gleich wieder schön Wände craften von dem ganzen Kram. Und dann können wir das restliche Haus nochmal drumherum schön zusammenbauen. Das sollte auch funktionieren ohne Probleme. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das klappen sollte. Schauen wir einfach jetzt mal. Mal schön hier die ganzen Fiber einsammeln. Dann gucken wir gleich mal, wie es läuft. Wie viele Wände wir damit zusammenkriegen. Ja, da hinten sind nämlich auch schon wieder Gebüsche. Ich kann auch schon mal die Beeren essen. Der kriegt auch langsam wieder Durst. Da müssen wir auch gucken. Ich werde so schnell wie möglich das mit der Wasserleitung auf jeden Fall auch noch machen. Übrigens, den Stein können wir mal hier eben abbauen. Dann kriegen wir nämlich schon mal da mehr als genug zusammen. Ich habe ja gesagt, wir wollen ja gerne diesen Mörser bauen. Aber mir fällt auch noch ein, ich brauche dafür auch jede Menge Leder, ne? Das heißt, wir sollten ein paar Dodos erledigen. Und da kam so ein kleines Klimpergeräusch. Das ist, weil mir jetzt jemand geschrieben hat. Sorry. Ich habe wieder etwas nicht beendet, eins meiner Programme. Manchmal passiert das einfach, dann vergesse ich das, weil ich so viele Programme nebenbei auf dem PC am Laufen habe. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt nicht weiterhin belästigt werde während meiner Aufnahme. So. Ja, das sind schon ordentlich Steine. Also Steine haben wir gleich schon, glaube ich, perfekt zusammen für das, was wir machen wollen. Das sollte auf jeden Fall klappen ohne Probleme. Sammeln wir den Rest ein. Das wäre nämlich ganz gut, wenn wir das heute zur Folge hinbekommen, dass wir schon das erste Narkotik quasi in Auftrag geben. Das ist so eine Sache, die wollte ich versuchen, heute schon mal hinzubekommen. Und durch die erhöhte Traglast, die wir haben, können wir auch richtig viel mit uns rumschleppen. Das ist echt gut. Also ich werde auf jeden Fall bestimmt irgendwann nochmal weitere 10 Punkte in Traglast investieren. Das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man alleine spielt, weil dann kann man einfach unglaublich viel mit sich rumschleppen. Was eine sehr, sehr gute Sache ist. So, nochmal 18 Wände. Die sollten dicke reichen, um das Haus einmal drumherum schön zugebaut zu bekommen. So, dann gehen wir rein. Also hier mit den Thatch Foundations oder den ganzen Thatch Sachen könnt ihr nichts verkehrt machen. Wenn ihr damit vorbaut, ist das natürlich eine Ressourcenverschwendung, aber keine wirklich große. Also das, was hier an Ressourcen gerade reingeht, das kriegt ihr später in kürzester Zeit zusammen. Dann macht ihr eine Tour und dann habt ihr das ganze Haus quasi schon zusammen, ne? Will ich nur mal so am Rande erwähnen. Also Thatch, also mit Thatch vorbauen ist so das Beste, was man eigentlich machen kann in meinen Augen. So, zack. Setz mal hier eine Wand dran, genau. Das erstmal rundherum jetzt alles hier schön zumachen, damit ich mich hier sehr sicher fühlen kann in meinen eigenen, ja, ich will jetzt nicht sagen vier Wänden, weil ich glaube, das sind ein bisschen mehr als vier Wände. So. Oh nein. Aber kein Problem, können wir wieder aufheben. Zack. Das liebe ich. Liebe das einfach. Das ist so schön, dass man die Sachen wieder aufheben und neu setzen kann. Das ist eine richtig, richtig coole Mod. Ich finde, das sollten sie einfach so ins Spiel übernehmen. Das wäre das Beste, was sie machen könnten hier. So, zack. Setzen wir dahin, genau. Die restlichen Wände, die werde ich dann gleich unten hinbauen. Erstmal den nächsten Punkt hier wieder. So, zack. Da muss ich jetzt erstmal die ganzen Engrams lernen, die ich jetzt durch die ganzen Level-Up wieder dazu bekomme. Ja, das sind schon einige. Machen wir jetzt erstmal alles hier. So, zack. Zack. Na, verbrauchen wir wieder ordentlich Punkte. So. Ja, hier sind die ganzen Fundamente aus Stein und so. Ihr seht schon, ne? Mittlerweile gehen die Punkte eher sogar runter, aber ich glaube, ab Stufe 50 im Spiel ist es eigentlich so, dass man gar keine Punkte mehr dazu bekommt. Und das ist jetzt bei mir nicht mehr der Fall, weil ich habe das so eingestellt, dass ich bis 100, also bis Level 100, die ganze Zeit schön Punkte dazu bekomme. Also ich werde alles lernen können ohne Probleme. Da müssen wir uns keine Sorgen machen, weil bis Level 50 kommen nur viele Sachen und danach geht's los, dass es weniger sind. So, zack, 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 zack. Und im Notfall können wir die Punkte auch nochmal nachträglich erhöhen. Die kriegst du ja nachträglich ausgezahlt auch für die ganzen Level. So, zack, sehr schön. Da haben wir hier auch schon mal Wände. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Also, wir bauen aus Stein. Nein,
Herstellung, da muss er sein. Ja, wir können ihn direkt craften. Sehr, sehr geil. Das ist wirklich geil, dass wir den direkt bauen können. So, hier machen wir Lagerplatz. Dann würde ich sagen, hier hinten hauen wir dann so ein bisschen Feuerstellen und Mörser hin. Obwohl, das könnte ich auch hier machen. Ich glaube, hier mache ich meine ganzen Mortar and Pestle, heißt es sogar. Ach so, weil ich auf Structures Plus gegriffen habe, ne? Dann hauen wir die hier hin. Die passen hier nämlich perfekt hin. So, zack, dann setzen wir den da hin. Hat der nicht sogar diese Unterlage? Hatte der den nicht früher? Ich setze ihn nochmal eben ganz kurz um. Ich muss den nochmal aufnehmen. So. Zack. Der war noch ein bisschen schräg, so, ne? Okay, ich will den schön gerade hier stehen haben. So, zack. Genau. So, dann packen wir da jetzt unsere ganzen Narco-Berries und den Kram rein. Der ist, glaube ich, noch immer schräg. Egal, wir lassen ihn jetzt einfach so stehen. So, und dann machen wir nämlich jetzt als erstes hier schon mal 12 Narkotik. Das können wir gut gebrauchen. So, dann müssen wir mal eben ganz kurz schauen. Wir haben hier noch ordentlich Holz. Das räumen wir mal eben ein. Ich weiß nicht, warum er das nicht vernünftig sortiert. Items sortieren nach Verfallszeit, alphabetisch, Gewicht, unsortiert. Nee, nicht unsortiert, alphabetisch. So, da sortiert ihr die nämlich auch nach Menge, die man hat. Thatch haben wir gar nichts mehr hier, ne? Nee, da räumen wir wieder ein. Dann Fasern machen wir auch mal hier rein. So, zack. Stein, haben wir hier schon einen Schrank, ne? Da räume ich mal den restlichen Stein ein. Sehr schön. So, und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt ran. Dann werden wir jetzt nach und nach versuchen, auch das Lager immer ein bisschen mehr zu füllen, ja? Müssen wir mal gucken, dass wir hier den Dodo vielleicht auch mal erledigen. Dann kriegen wir nämlich hier ein bisschen Fleisch. Ja, Lagerfeuer muss ich auf jeden Fall auch mal machen. Das wäre auch ganz wichtig. Hier ist irgendwo noch ein anderer Dodo in der Nähe. Weil der hatte einen Boost gehabt. So. Ja gut, Stein wollte ich holen, ne? Und wir sind schon wieder Level up. Boah, das geht so flott, ey. Wir sind jetzt mittlerweile Level 25, glaube ich. Ja, und wir haben noch nicht mal einen Dino, aber ist kein Problem. Wir stellen ja jetzt eh erstmal nach und nach Narkotik her. Genau, ich wollte noch den Kühlschrank bauen. Das ist auch ganz wichtig. Den müssen wir auch bauen, den Kühlschrank, Leute. Den brauchen wir auch ganz dringend. Da muss ich gleich mal gucken, was wir für Ressourcen für den brauchen. Moment. Schauen wir mal eben. Herstellung, Holz, Lager. Nee, da ist es nicht. Dann ist das bestimmt unter Kochen. Da, so, zack. Für den brauchen wir Holz, Fasern, Stroh. Okay, dann holen wir das mal alles eben ran. Mal eben ganz kurz nur den Level ab, damit wir das auch haben. So, zack. Dann sammeln wir hier erstmal Fiber. Ja, dann machen wir uns heute noch in der Folge schnell den Kühlschrank. Dann haben wir den nämlich auch. Dann ist das Problem auch geregelt mit dem Aufbewahren von Sachen. Da können wir dann in der nächsten Folge schön unseren ganzen Krempel immer reinpacken. Jetzt können wir auf jeden Fall von den ganzen Narco-Berries und dem ganzen Gammelfleisch, was wir immer kriegen, schön Narkotik herstellen. Dann kommt so ein Kreislauf langsam zustande. Ich werde auch in Kürze anfangen, Beete anzulegen und all so ein Kram. Ne? Das werden wir auch machen. Ah, ich höre hier schon irgendeinen Dodo rumlaufen. So, dann machen wir das jetzt hier mit der Spitzhacke erstmal schön. Da kriegen wir mehr als genug Stroh raus, was auch eine schöne Sache ist. Ja, ja. Wo ist der denn? Dann töte ich den auch gleich direkt. Da läuft da der Dodo. Den werden wir uns gleich auch noch gönnen. Erstmal das hier noch abbauen. So, dann machen wir hier weiter mit Holz. Geht jetzt aber auch jeden Moment kaputt. Zack, reparieren wir wieder. So. Beide Sachen wieder ganz, ja. Und dann werde ich auf jeden Fall auch gucken, dass ich so langsam mal auf Metallsachen gehe. Dann bin ich nämlich auch ein bisschen besser gewappnet, falls mal irgendeine Gefahr lauert oder so, ja. Da können wir auf jeden Fall auch dann bestens mit umgehen. So, töte ich dich mal eben schnell. Ja, damit ich hier dein Fleisch ausnehmen kann. Können wir nämlich nochmal schön Gammelfleisch herstellen. Mit Beeren halte ich mich gerade sehr gut über Wasser. Eher gesagt, so weit, dass ich immer schön satt bin. So, dann gucken wir mal eben ganz kurz. Jetzt müssten wir den Kühlschrank schon herstellen können, Dicke. Ja, sobald wir das hier fertig haben, machen wir das. So, zack. Schauen wir mal eben. Herstellung, ja, können wir. Und wir können sogar Lagerfeuer herstellen. Da fehlt für ein Lagerfeuer, glaube ich, nur noch Stein. Ja, dann können wir gleich noch mal ein bisschen Stein ranholen. Dann machen wir nämlich direkt mehrere. Dann haben wir das auch. Alles S+, weil es einfach viel mehr Platz hat, ne? Falls ihr euch fragt, warum ich die S+-Sachen die ganze Zeit mache. Das ist einfach, die haben viel, viel mehr Platz drinne, sodass ihr da viel mehr lagern könnt drin oder gleichzeitig herstellen könnt. Ja, schön Stein rausholen. Hier, komm schon. Halt dich noch ein bisschen ran, mein Freund. Das schaffen wir. Komm schon. Junge, Junge, Junge halten die lange durch, die Sachen. Das ist echt abnormal, ne? Da kannst du echt viel raushauen aus den Dingern. Wobei ich das Gefühl habe, ich habe nur das Leben von den Sachen erhöht, aber nicht wie viel die geben.
Das muss ich auch nochmal einen ganz kleinen Ticken, glaube ich, anpassen. Ich finde, das ist noch für ein Let's Play ein bisschen zu low eingestellt. Ich habe ja gesagt, wir wollen ja hiernach auch hingehen und von diesem Server quasi eine Art Creator-Bundle machen, dass, wenn ihr Bock habt, zum Beispiel selbst mal ein YouTube-Let's Play zu machen oder einfach alleine zu spielen, ihr euch so einen Server hier mieten könnt mit exakt den gleichen Einstellungen, wie ich sie habe und sofort loslegen könnt. Ja, das müssen wir mal schauen. Ja, jetzt stelle ich erstmal meine Lagerfeuer noch her, die ich brauche. Sogar noch einen zweiten Kühlschrank machen. Machen wir sogar mal. Ne, man kann ja nie genug haben von dem ganzen Krempel. So, und dann würde ich sagen, stellen wir da die ganzen Lagerfeuer auf hier. Moment. Ah, ich fange schon mal an, alles schön hier häuslich einzurichten. So langsam nimmt das hier Gestalt an, was ich baue. Und ihr seht so, was der Kevin vorhat. So, dann die Kühlschränke hier. Kommt der erste hin? Hier kommt der zweite hin. Dann müssen wir nochmal kurz gucken. So. Zack, sehr schön. Dann kommt der dritte daneben nämlich. Dann haben wir drei Stück später. Und hier haben wir die Lagerfeuer. Ich glaube, eins herstellen geht nicht mehr. Ne? Da brauchen wir Stein für. Aber das haben wir doch noch im Lager. Dann nehmen wir das eben aus dem Lager. Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich schon so langsam mal vor euch, Leute. Weil wir sind nämlich am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und ihr seht, unsere Basis nimmt Gestalt an. Wir kommen vorwärts. Das sieht ganz gut aus hier. Was wir auch noch in Auftrag geben können, ist wieder hier im Mörser, können wir wieder nochmal ein Narkotik herstellen. Dafür haben wir auch noch genug. Und dann sehen wir uns einfach morgen zum nächsten Part von Ark wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.